Hätten wir hier was vom. Der hat eine Scheidung mit einem Bügeleisen. Hä, kannst du halt nachhaben. So, einen wunderschönen guten Tag hier aus Prior Design City. Heute zeige ich euch ein Baby. Was richtig schickes. Und zwar ein BMW 02er Serie. Das ist der 1602. Ja. Wir haben BMS da verbaut bei dem 1602. Und zwar, diese Felgen gehören zu den teuersten Felgen, die ich jemals an einem Auto eingebaut habe. Die waren echt teuer. Das Auto habe ich von einem Freund gekauft, weil er eine richtig interessante Geschichte hat. Der Wagen, ja. Das Auto ist von Baujahr 74. 74, also älter als ich, und hat 77.000 gelaufen erst. Erste Hand. Der Mann, der das Auto gehört hat, hat mir wirklich jede Rechnung für Schraube, TÜV, Originalrechnung, alles mitgegeben. Ja? Leider ist der Herr verstorben und der Sohn hat das mir quasi das Auto verkauft und so kam ich an einem BMW. Wir fahren eine Runde, weil, eins muss man sagen, bei dem BMW ist das so, die Wirkung, wie die Leute reagieren, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, ist unglaublich, wirklich unglaublich. Ja, ich fahre meine Jungs zur Schule mit einem Rolls Royce, keiner guckt, siehst du nur so, also so gucken die so. Ja, fahre ich mit dem Apparat, wirklich, kein Spaß. Da guckt eine Oma, ja, mit 80, guckt, guck mal zum Enkel. Da gucken die kleinen Kinder, großen Kinder, Mann, Frau, alle. Finden das Auto mega. Ist auch so. Ja? Oder? Korrekt. Korrekt. Hat er korrekt gesagt. So ist das. So ist das, ne? Wir machen rote Kennzeichen drauf und dann fahren wir los. Der ist natürlich alles mit TÜV. Auch die Felgen, H&R war früher aus der Zeit. Deswegen bekommt der BMW auch eine H-Zulassung. Hätten wir hier was vom Priorsein eingebaut, jetzt würde der Wagen keine H-Zulassung mehr bekommen. Ja, ist leider so, weil wir nicht aus der Zeit waren. So, Film ab und dann fahren wir eine Runde und dann zeigen wir, wie lustig das ist. Man fühlt sich in dem Auto so ein bisschen wie in einem Aquarium, weil er so ganz große Scheiben hat. Ja, aber das zeige ich euch gleich, wenn wir damit fahren. Was guckst du so? Guckst du? Guck mal. Guck mal sein Gesichtsausdruck. Guck mal. Der hat eine Scheidung mit einem Bügeleisen. Meine Damen und Herren, wir fahren jetzt den fetten BMW 1602, der 2000. Siehst du, die fahren einen fetten GTS, ja, richtig geilen GTS, auch mit Priorsumbau. Aber bei dem BMW zeigen die so, ja. Und das ist die Kunst hier bei dem Auto. Wir fahren jetzt mit Norman, heute darf der Norm filmen, ja, ein bisschen Abwechslung, damit der Olli uns oder mich nicht sitzt, habe ich den Norm genommen, der duzt mich. Nein, Spaß. Also bei uns, wir sitzen uns alle. Nein, also bei uns, wir duzen uns alle und nur der Olli nicht. Ja? Seit Anfang an habe ich ihm gesagt, du musst mich duzen und er sieht mich. Er ist ein Siezer. Ein Siezer, genau. So sieht's aus. 2002er, ja, Baujahr 74, wie ich schon gesagt habe, ja, und der fährt sich wirklich, wirklich gut. So sieht's aus. Sehr schönes Auto. Der Geruch nach alten Benzin nicht. Das ist neuer Benzin. Wir haben getankt. Nein, aber so nach Benzin, nach, ja, der ist lauter drin als draußen. Juppe. Ja. Ich hab mich verschaltet. Es riecht wie in den Hallen von der Retro-Klassiker. Ohne Scheiß, ne? Ja, das ist wirklich so. Ob ihr glaubt oder nicht, das riecht wirklich. Ja, da sind vier Gänge. Oh, ich hab die Tür auf.
Was macht der? Meinst du schon das Auto? Boah! Scheiß Trecker, guck mal da hinten, das könnt ihr den Trecker sehen. Der stinkt. Und macht hier Rambazamba-Dreck und das Auto ist so sauber. Aber jetzt überhole ich ihn. Guck mal, das war jetzt richtig logisch. Ein Fahrschüler überholt den Trecker. Und ein anderes Auto überholt die Fahrschule. Ja, das ist natürlich Logik. Eine Fahrschule darf man nicht überholen. Also ehrlich, ich mag Oldtimer. Wirklich absolut. Viele denken, Belzec mag nur Rolls-Royce und Ferraris und keine Ahnung was. Nein, ich mag auch Oldtimer. Ja, das ist vielleicht nur vier Gänge. Und der Belzec fährt immer Automatik. Vollgas. Vollgas, auf Tacho. Vollgas. Ja. Irgendwie, wenn man ein bisschen Fenster aufmacht, wenn man ein bisschen das Fenster aufmacht, riecht das immer so nach Benzin, nach Retro-Klassiker. Dieses Jahr ist die abgesagt worden. Ne? Leider ist die abgesagt worden, die Retro-Klassiker. Also aus der Zeit finde ich auch den 6er Coupé, E24, glaube ich, ne? Ja. Sehr schön. Ja, da ein Whitebody zu machen, wäre natürlich für mich eine gute Herausforderung, weil... Bremse, Junge! Der Norm kann es bestätigen, jeder guckt auf dieses Auto. Ne? Oder? Mehr Daumen hoch als blöde Gesichter. Ja, ist so. Sogar die Polizei, guck mal. Guck mal, wie die gucken. Lieber nicht gucken. Nicht filmen. Aber da ist eine geile Polizei vorbeigefahren und die haben sogar auch geguckt. Ne? Mhm. Lenker wie in einem LKW. So ist das. So. Oh, hier. Das ist noch Qualität. 5-mal benutzt worden. Kannst du scharf stellen? Mhm. Ja. Tschack. Oh. Das ist so, wenn das so. Oh nein, das ja passt. Hier noch. Guck mal, die Lüftungen. Ja. Hörst du immer das? Nee, weil der Motor lauter ist als die Lüftung. Ja, ich glaube, das hört man nicht. Ja. Heutzutage ist das umgekehrt. Machst du Lüftung an, ist lauter als das Auto. Licht. Kann man das denn aufnehmen? Oh, hier, tschack. Tschack, tschack. Guck mal. So, Standlicht, normales Licht. Ja, also, das gab es früher. An alle, die es kein früher hatten. Also, wie geht das hier nach hinten? Gab's damals noch nicht. Gab's noch. Die waren alle cool. Gleich groß damals. Ja. Standardsgröße. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich habe nur die Scheibe zugemacht. Irgendwie müssen wir die Dichtungen hier einschmieren. Ja. Das ist das Problem bei so einem alten Auto. Hier ist immer was zu tun. Ja. Also das ist nicht mal eben hier, komm, ich kaufe ein Auto und fahre durch die Gegend. Nein. Der BMW stand jetzt bei uns ein Jahr. Ein Jahr im Verkaufsraum. Einfach so, weil es schön ist. Und so, bevor wir wieder losgefahren sind, müssten wir eine Inspektion machen. Und alles Mögliche. Also wirklich, das ist nicht mal eben hier Kennzeichen drauf und hier Rambazamba. Immer wieder was Neues an dem Auto. Nicht nur an dem Auto. Ich weiß wahrscheinlich nicht nur BMW. Ja, ich will immer in den fünften schalten. Achtung! So. Ja, wirklich ein cooles Auto. Ja, cool, kannst du mit deiner Hand fahren? Kannst du deine, jetzt nicht normen, aber deine Freundin umarmen? Ne? Quasi zack, komm, wie geil ist das denn jetzt? Also, kannst du ein bisschen Haare streicheln und so. Ja? Oder hier, weit hast du ja nicht. So. Und wenn du keine Freundin hast und so ein Auto hast, hast du eine.
Höchstwahrscheinlich. Was haben wir noch bei dem Auto hier? Nein, der Olli 2. Was ich meine, die wollen mit mir nicht quatschen. Fahren Sie jetzt zurück? Ich fahre jetzt zurück, Herr Norman. Ach, guck mal, das ist ein Kunde mit dem Hyundai. Und die Freundin mit einem Hyundai. Je mehr ich mich damit beschäftige, das Design und quasi die Linien vom Auto und so weiter mehr zu betrachten, desto mehr gefällt mir der Hyundai. Wir bekommen zwei Hyundai. Einmal den i30N und einmal den Cognac? Kogan. Der Pola, wie du hast, weißt du? Ja, Cognac. Wie heißt das Auto? Conan. Conan oder Cognac? Conan oder Kogan? Cognac auf Polnisch heißt Pferd. Wieder hier die Polen, wenn ich sage, ah, Cognac. Das ist wirklich so. Ja, der heißt wirklich Cognac oder Conan. Conan oder Kogan? So, wie gesagt, wir sind bei Hyundai noch nicht so ganz drin, ja. i30N ist einfach so auszusprechen, aber das andere nicht so wirklich. Und ich werde nochmal hier, ich weiß, werden viele sagen, der ist aus der Autobranche, aber kennt sich mit den Bezeichnungen nicht aus. Nein, ich bin kein Wikipedia, ich bin nur ich. Und ich kenne nicht alle Autos. Und vor allem die neuen, ich habe das Gefühl, die kommen wirklich jeden Tag mit irgendein neues Auto. Ja, und vor allem hier bei Mercedes, GLC, GLE, GLD, GLS, wie viele Modelle gibt es denn da? Ja, also da blickt man wirklich kaum durch. Ja. So, wir haben die Probefahrt zu Ende. Ach, guck auf Kamera. Darf ich neben deinem parken? Ausnahmsweise. Drehmeldung! Das ist wie so einem AIDA. So, meine Damen, noch kurze Info hier. Früher gab es nicht so ein Dreieck oder so weiter. Früher war sowas hier. Warnblinkanlage, guck mal. Weißt du, was das ist? Jetzt habe ich Nebelschein erfahren. Hier ist Aschenbecher. Zack. Das Handschuhfach. Ja. So, das war's hier aus Kampinsburg von mir oder von uns. Und ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Und ihr findet das Auto genauso cool wie ich. Schreibt einfach Kommentare. Aktiviert die Glocke. Schreibt uns, was ihr sehen wollt. Ja, was ihr nie sehen wollt. Wir sind für alles zu haben. Ne? Nein, nicht für alles. Nicht ganz. Nein. Aber viel. Ich habe Hunger. Ja, eine Gans. Mit Kartoffelsalat. Gans heißt ich. Gans. So, Ruhe jetzt hier. So, wir haben Freitag, wir haben Wochenende. Hoch die Hände. Bis dann, vielen Dank. Ciao.